Ich weiß nicht, wie es wird. Ich kann euch nichts versprechen. Bleibt dran und check it out. Bis gleich. Ich sehe heute nicht so professional aus. Der Professional weiß ich selber. Aber wir müssen heute erstmal die Strecke dort abchecken gehen. Und Outfit reicht für heute. Man sieht hier sowieso keinen Mensch der Welt. Außer ihr. So, ihr Süßen. Ich gehe jetzt zum allerersten Mal in Griechenland auf die Berge Radfahren. Stavro heißt das. Nicht so geil wie in anderen mit Lift und so. Natürlich bin ich hier mit meiner Ballermaschine und darf jetzt erstmal den ganzen Weg hier hochschieben. Ich habe mir das vorgestern mal mit dem Quad angeguckt. Ich bin da hochgefahren, habe ein bisschen gegeiert für alle, die meine Instagram-Stories verfolgt haben. Boah, eigentlich ganz prickelnd. Mal sehen, ob das auch so geil ist, wie ich mir das vorstelle. Naja, ich nehme euch jetzt auf jeden Fall erstmal mit und bis gleich. Ich muss zugeben, man muss hier wirklich aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche aggressiven Hunde, Wölfe oder sonst irgendwas stößt. Hier bei uns gibt es keine Bären, glücklicherweise, also hoffe ich, weil in manchen Teilen Griechenlands es auch Bären gibt. Ich werde jetzt erstmal hier hoch tuckern und dann gucken wir mal, was alles so hier gibt. Oh, ey, ich sag euch eins, ne? Mit so einer Ballermaschine hochfahren, nur mit einem Gang. Seht euch das Cockpit an, ist nicht ganz so geil. Aber dafür das Runterfahren umso besser. Ja, mal so. Die Wege sind nicht komplett eindeutig, aber jetzt sieht noch was aus. Ich habe echt keinen Plan, wo ich hingehe. Ich sag euch das. Hoffentlich komme ich auch wieder richtig raus, ey. Okay, hier. Leute. Ich sag euch das, wie es ist, ne? Ich weiß nicht, wo ich hier hingehe. Aha. Also, ich finde hier Weg für Weg irgendwie schon nach oben irgendwie. Oh, wilde Wege, ey. So, wo geht's denn hier weiter? Ah, guck mal hier. Ey, das ist ja auch komisch, ne? Eins, zwei, geh doch. Ich kann mich nirgendwo wenigstens festkrallen. Geil wäre es natürlich auch, wenn es hier mal ein paar Locals geben würde. Ja Leute, ich sehe hier einfach nichts, ne? Die Strecke hier, ich finde hier einfach nichts. Also. Diese Strecke hier bin ich mit dem Quad hochgefahren. Werde die jetzt einfach mal, glaube ich, komplett hochschieben. Und dann werde ich mir einfach einen Weg nach unten suchen. Leute, ich sag's euch, es ist so übelst krass anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr seht, wie ich am Schwitzen bin. Ich bin jetzt schon seit locker 20 Minuten am Hochschieben. Mir ist ultra warm, obwohl es gar nicht so warm ist. Ich glaube, wir haben heute nur 21 Grad. Also für Griechenland schon kühl. Und ja, Ende ist noch nicht mal ansatzweise eins in Sicht. Leute, ich drehe mich gerade um und seht mal, was ich gefunden habe. Das gibt's da gar nicht. Oh, guck mal da. Geil. Also, ich laufe hier jetzt einen Pfad lang. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo vernünftig raus, ey. Ich laufe schon seit bestimmt einer Dreiviertelstunde hier hoch. Aber gut, dass da ein Schild auf einmal stand. Auf einmal einfach. Gucken wir mal, was hier so gibt. Aha. Was ist das denn? Hui.
geil. Ja. Ich schätze mal, ich bin jetzt irgendwo angekommen. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin oder nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich werde jetzt die Kamera an den Helm machen. Und dann werde ich euch jetzt einfach mit nach unten nehmen. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich kann euch nichts versprechen. Bleibt dran und check it out. Bis gleich. So, ich hoffe, hier ist jetzt alles fest genug. Dann gucken wir mal, wo das hier hinführt. So. Geil, Alter. Zum ersten Mal. Ui, da liegen aber Bäume im Weg. Wie soll ich denn jetzt hier durch? Wie sollen wir das jetzt machen? Dann machen wir den Weg mal frei. Wir sind wie Volksbanken, Raiffeisenbanken. Oh, ui, der muss aber lange hier liegen, du. Ganz trocken Baum durchgetreten. Ich hoffe jetzt nicht, dass alle 3 Sekunden hier so ein Baum im Weg liegt. Weiter geht's. Ja. Ja, ja. Oh, guck mal, hier sogar ein Anlieger. Nennen wir es einfach mal Anlieger. Aha. Aha. Boah, hier sind wirklich viele Anlieger. Hey, ist gut, ey. Hey. Ui. Aber viele Äste und so, ey. Müsste man einmal richtig sauber machen. Ja, es sind jetzt hier keine Sprünge und so, aber. Oh, noch ein Baum. Ich glaube, die zweite Fahrt wird etwas besser als die erste. Ich sag euch eins. Die erste Fahrt ist immer wie ein Pfannkuchen. Die wird immer kacke. Man, die liegen aber, die müssen aber, guck mal, wie leicht die sind. Die liegen hier echt lange. Ach, guck mal, das ist von den Bränden. Oh, das hat hier gebrannt. Das ist das nämlich, deshalb sind die auch so leicht. Ohne Scheiß kannst du eigentlich richtig ballern, wenn das hier richtig schön frei ist. Also bis jetzt, auf eine entspannte Runde. Jawohl. Okay. Ah, guck mal, Anleger hier. Aha. Kann sogar springen, nice. Der Anleger. Noch ein Anleger. Hier sind richtige Anleger, Leute. Geil. Also ausbaufähig auf jeden Fall. Ui. Ausbaufähig auf jeden Fall, ey. Aber man kann hier ein bisschen was reißen. Oh, sogar Sprung. Oh, ja, hier geht's aber tief runter. Ui. Was war das denn? Oh. Also ich sag euch eins. Ausbaufähig auf jeden Fall. Guckt euch mal das an. Eieiei. Aha. Aha. Noch ein Anlieger. Ah, oh. Leute, guckt euch das mal an. Hier ist ein Sprung. Das müssen wir nochmal hier. Aha. Man muss noch ein bisschen Anschwung hier nehmen, wa? Dieses Hochschieben fickt mich halt. Wuhu. Jawohl. Also geht auf jeden Fall fit. Nice, nice, wie geil. Ja, wie gesagt, ausbaufähig auf jeden Fall. Aber aus dem Nichts, ey. Geil, okay, Drop. Wo ist hier ein Drop? Ach, guck mal, wir sind schon hier unten. Aha. Jetzt nicht das Beste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ah, guck mal, hier kann man. Okay. Okay, also Schere und Schippe müssen wir mitnehmen hier. Aha. Ui. Der ist ein bisschen
Da ist ein Baum im Weg, der kann man nicht einfach runter. Okay, und hup. Okay. Hup. Ui. Geil. Geil, Leute, ich sage euch. Ja, manche Wege sind hier katastrophal. Also das obere Stück war ultra geil. Aber ich werde auf gar keinen Fall heute nochmal hochschieben. Ich muss irgendjemanden fragen, ob der mich da hochfahren kann. Ich bezahle auch gerne dafür. So, Fazit für euch, Leute. Ich war jetzt anderthalb Stunden, glaube ich, so oder so unterwegs. Wenn ihr jemanden habt, der euch da hochfährt, dann ist ganz geil. Es ist leider nur ein einziger Sprung da drin. Ausbaufähig, wirklich sehr, sehr ausbaufähig. Ist auch wirklich cool zu fahren. So. Also das ist, der Weg ist nicht zu breit, nicht zu schmal. Das ist lang genug. Es macht Spaß. Aber auf jeden Fall, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall mich hoch shutteln lassen. Und dann werde ich auch auf jeden Fall eine Schippe mitnehmen und eine Heckenschere. Und dann bauen wir da einfach mal ein paar Sprünge rein. Wenn ihr da Bock drauf habt, zu sehen, wie, was wir da oder was ich da baue, weil ich bin ja alleine tatsächlich, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne die Zeitangabe unten rein, an welcher Stelle man was hinknallen könnte. Ich weiß, auf Kamera sieht das immer ein bisschen anders aus, aber ich würde mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal was ganz Neues, ne? Ich glaube, von dem Trail hat tatsächlich noch niemand ein Video hochgeladen. I'm the number one. Lasst ein Abo da. Ich küsse eure Köpfe. Bis dann.